Herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Genieße Teil 7 meiner Offroad-Motorradreise durch Marokko. Der Morgen hatte gerade so schön angefangen und ich habe in den Sonnenaufgang geschaut und leider habe ich jetzt feststellen müssen, dass ich mir hier am Platten eingefahren habe. Also irgendwo hier muss ich in einen von diesen scharfen Dornen reingefahren sein. Und jetzt ist die Luft raus. Na, mal schauen, was ich jetzt mache. Mein Gott. Shit. Also shit daher, weil ich keine Montiereisen bei habe. So sehen diese Übeltäter aus. Da sind ein paar ganz schön spitze, harte Dornen dran. Ja. Das Lustige ist eigentlich, dass ich mir Montiereisen holen wollte in Tafraout, aber dann gesagt habe, ach Quatsch, ich fahre ja nur Straße, das mache ich dann in Marrakesch. Ne? Und jetzt habe ich das Problem. Gut, dafür wird es auch eine Lösung geben. Ich werde jetzt erstmal Luft reinpumpen und hoffen, dass dieser Dorn nur, oder diese Dornen, keine Ahnung wie viele da drin stecken, nur kleine Löcher reingemacht haben und ich damit noch bis zum 15 Kilometer entfernten kleinen Ort komme und da halt irgendwo vielleicht eine Werkstatt finde. Ich weiß nicht, heute ist ja Ramadan, heute hat Ramadan angefangen. Oder aber auch irgendwo Montiereisen mir ausleihen kann zum selber wechseln. Schläuche und alles mögliche habe ich bei, nur halt die Montiereisen nicht, die hat der Anton. So, erster Versuch, zweite Tankstelle. Vielleicht kann ich ja hier den Reifen reparieren lassen oder den Schlauch flicken lassen. Mal schauen. Sieht zumindest wie eine Reifenbude aus. Morning. Do you speak English? I do have a flat tire, like losing air, like psh. No. Okay, also hier konnte man mir erstmal nicht weiterhelfen. Der hatte überhaupt keinen Plan. Und wollte meinen Reifen, ich habe ja einen Schlauch drin, aber wollte da einen Tropfen reinmachen. Aber es geht natürlich nicht. Also werde ich jetzt weiterschauen in der Stadt. Hello, do you speak English? Tire shop for tires. So, also ich bin jetzt hier in einer größeren Stadt, in einem Land, wo gefühlt alles mit einem Stück Draht und Kaugummi repariert werden kann. Aber hier findet sich kein Laden, der den Unterschied erkennt oder der weiß, dass man, wenn man Autoreifen montiert, auch Motorradreifen montieren kann. Ich brauche einen Montiereisen. Das ist echt verrückt. Ich bin jetzt ein paar Mal rumgefahren und wurde von A nach B geschickt. Und das Ramadan, das macht die Sache auch nicht besser. Aber ich werde jetzt nach Marrakesch fahren, also meine geplante Route, und werde halt versuchen, überall, wo die Möglichkeit besteht, nachzupumpen. Ja, also ich verliere Luft, definitiv, auch gar nicht so wenig, aber eine andere Möglichkeit gibt es jetzt gar nicht. Also ab nach Marrakesch in eine richtige Motorradwerkstatt, beziehungsweise in einen Laden, wo ich mir Montiereisen kaufen oder ausleihen kann. Ja, also echt, das ist verrückt. Aber so ist das Leben, so ist das Reisen und es gehört dazu. Ja, Glück muss man haben. Direkt hinter dem Tizien Testpass treffe ich auf zwei Italiener, die auch zufällig Montiereisen dabei haben. Mit vereinten Kräften wird der Reifen hier demontiert. Heute ist mein Glückstag. Ja, heute ist gut für euer Karma, ne? Also heute kriegt ihr richtig viele Karma-Punkte. Da ist auch tatsächlich der Dorn durchgegangen und hat jetzt hier meinen Schlauch zerstört. Da ist das Loch.
2 Flecken für die Ewigkeit. Hoffentlich. Der Flicken hält. Wie bei 3 Wettertag. Das ist bei der Werbung aus den 90er Jahren. Kennst du ihn noch? Ja. Mit Claudia Schiffer, die da aus dem Flugzeug aussteigt. 10 Uhr morgens in London. Und die Frisur hält. Und die Frisur hält, genau, ja. Okay. Ich dachte mir, wenn ich mir schon eine Stadt in Marokko anschaue, dann auf jeden Fall Marrakesch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mein Navi mich mitten durch die Souks und einen der größten Basare Afrikas führt. Nach über 20 Minuten Sightseeing-Überfahrt durch die kleinen Gassen des Zugs landete ich plötzlich auf dem berühmten Jemaa el-Fna. Übersetzt heißt das Platz der Gehängten. Aber das Einzige, was hier hang, waren dressierte Affen an der Leine und Modeschmuck an den Handgelenken der aufdringlichen Verkäufer. Dieses Marrakesch stresste mich. Zu viele Abgase, zu viele Touristen, zu viel Verkehr und zu viele Einheimische, die alle etwas von einem wollen. Ich für meinen Teil wollte nur noch weg. Faktisch hatte ich ja auch schon alle Highlights von Marrakesch gesehen. Zwar unbeabsichtigt, aber immerhin. Nach nur einer Stunde in Marrakesch flüchtete ich Richtung Atlasgebirge und fuhr so lange, bis ich in der Dämmerung an einem Fluss mein Zelt aufschlagen konnte.
ich jetzt unbedingt mal zeigen. Schaut euch mal an, wie geil diese Bude ist. Huch! Ausblenden. So, und jetzt gibt es mal den Blick nach draußen. Zack. Das ist doch mega, oder? Und das Ganze für umgerechnet, weiß ich, 33 Euro inklusive Frühstück. Der einzige Nachteil ist, dass ich hier drin nicht stehen kann. Wenn du sehen möchtest, wie meine Reise durch die abgelegenen Dörfer des Atlasgebirges weitergeht, vergiss nicht, den Burning Feet Adventures Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Stay tuned!